Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute wird nicht gecuttet, egal was passiert, denn wir werden jetzt ja Fragen beantworten. Stimmt ja eigentlich noch nicht mal, ne? Ich habe euch auf Instagram, wie heißt das Video? Ich würde nie Fragen gestellt, beziehungsweise Aussagen habt ihr uns geschickt. Und der Philipp sitzt hinter der Kamera und wird uns die jetzt gleich vorlesen. Philipp, möchtest du dich kurz mal vorstellen? Drei Sätze. Grüß euch, ich bin der Philipp. Okay, ja, ich glaube, es sind ungefähr 30 Aussagen und es läuft jetzt folgendermaßen ab. Als Beispiel habe ich zum Beispiel gesagt, ich würde niemals angetrunken was in meiner Instagram-Story posten. Habe ich schon mal. Ja, wenn wir es schon mal haben, müssen wir buzzern, dann dürfen wir kurz drüber reden. Geil. So geht's. Und das let's go. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich... Ja. Immer, also warte, wenn es nicht stimmt, wenn ich es gemacht habe, buzzern. Genau. Nee, also ja, wenn du es machen würdest oder gemacht hast. Machen würdest? Ja, ich würde nie. Ach so. Ich glaube nicht, dass du... Ja, doch, vielleicht. Ich glaube nicht, dass du das Spiel verstanden hast. Okay, Philipp, starte mal. Alles klar. Frage 1. Ich würde nie besoffen etwas auf Instagram posten. Das hatten wir doch gerade. Das war mein Beispiel, okay? Und was als Beispiel den ersten Punkt genommen? Man kann auch mal Fehler in seinem Leben machen. Ja, also ich meine, wir nehmen euch doch in jeder Lebenssituation mit und wenn man halt ein bisschen angeheitert ist... Dann macht das Ganze doch noch mehr Spaß. Das hast du jetzt gesagt. Ja, okay. Ich würde nie jemand Fremden den Schlüssel von meinem Auto oder Haus geben. Boah, nee, niemals. Du? Jemand wildfremden? Meinem Auto. Du willst jemand wildfremden deinen Schlüssel von deinem Auto geben oder deinem Haus? Ich schöpfe sehr schnell Vertrauen. Hey, warum denn? Ja, für mich ist ja auch eine Person fremd, die ich vielleicht zweimal gesehen habe, so. Und dann würde ich schon sagen, ja, komm. Nimm meinen Autoschlüssel und verzieh dich mit meinem Auto. Nein, dass er kurz nach Hause fahren kann oder so. Ach so, okay. Also Haustürschlüssel niemals, aber Autoschlüssel... Würde ich machen, okay, schreibt es in die Kommentare. Würdet ihr es machen? Ich würde es nicht machen. Ja, Fremden musst du jetzt erstmal. Ja. Ich würde nie in der Öffentlichkeit pupsen. Klar, voll wegfeuern, das Ding. Okay. Ja, muss man nichts zu sagen jetzt, ne? Ich würde mir nie eine Glatze rasieren. Doch, kann ich mir vorstellen, dass ich das mal mache. Jetzt sagt die, wenn ich das nicht mache, sagt die, wieso? Weil links meine Haare werden immer höher, also die fallen immer mehr aus. Und vielleicht. Glaubst du, irgendwann denkst du dir so, ach komm, mach ich es einfach. Irgendwann denke ich so, boah, ich finde es halt doof, wenn die Haaransätze. Ja, irgendwann vielleicht so wird gehen, der Trend auch McDonald's irgendwann mal. Weißt du? Ach so, ja. Der Trend? Mhm. Ja. Nein. Der Glatzentrend. So Glatzen mit Cappy. Ich finde, ich habe ein Glatzengesicht. Nein, hast du mal gesagt? Habe ich nicht. Ja. Okay, nächste Frage. Ich würde nie ganz allein in den Urlaub fliegen. Oh, nee, das würde ich wirklich nicht machen. Auf eine Reise, weil ich da einen Job habe oder so, ist was anderes, aber in den Urlaub fliegen? Nee. Kannst du ein bisschen mehr Power in deine Stimme bringen? Alles klar. Ich würde nie betrunken strippen. Nee. Vielleicht ach, schon. Das leuchtet dann auch? Ja, deswegen habe ich das Ding nach vorne gehalten. Guck mal, jetzt habe ich es an der Kamera gedrückt. Weil also, ich okay, also es kommt schon drauf an, bei wem und wo, ne? Wie bei wem? Also maximal bei dir oder alleine halt. Okay. Aggressiv. Ich würde nie betrunken ein YouTube-Video drehen. Warum geht denn alles über betrunken hier? Ja, würde ich schon. Das sind jetzt die dritte Frage mit Betrunken. Okay, ist ja gut. War klar, dass du die rausgesucht hast. Klar, es gibt sogar 10 Art-Videos von uns. Oh, jetzt packe ich richtig aus. Ja, ne? Aber es gibt ein 10 Art-Video von uns. Da waren wir betrunken. Da hatten wir einiges im Kahn. Als wir das erklärt doch unseren Humor. Vielleicht haben wir jetzt auch einen Sitzen, wer weiß. Nee. Ich würde nie Ananas auf eine Pizza legen. Klar, Mann. Doch. Anna, ist das boah, bist du nicht mal richtig dumm angemacht worden in der Pizzeria und der wollte dir die Pizza nicht so belegen? Ja, weil meinte, nee, Ananas-Pizza machen wir hier nicht und dann, ne? Ist mein Haar so schlimm? Sieht schlimm aus, du hast auch einen fetten Pickel. Ich will ja nicht, dass du dich unwohl fühlst. Darf ich das Damenbart haben? Nein, jetzt hör auf! Okay.
Ich würde nie lachen, wenn ein Kind hinfällt. Doch, je nachdem, wie das Kind hinfällt. Ich es darf auch natürlich nicht böse hinfallen. Also, nein, also wenn es wirklich richtig dramatisch ist, natürlich nicht. Ich habe letztens zufällig eine Aufnahme gemacht, wie der Leo die Rutsche runtergefallen ist und die hat sich krank gelacht. Ja, weil... Also Leo ist natürlich nichts passiert. Ich würde ja da nicht nur lachen und dem Kind nicht helfen, aber manchmal ist es einfach so lustig, da manchmal muss man... Manchmal fallen die echt lustig hin, ne? Ja. Vielleicht kannst du auch im Hintergrund mal lachen, das würde das Video sehr aufheitern. Er lacht schon echt sympathisch. Ich würde nie nackt baden gehen. Klar. Ja, doch. Ja, okay. Das war's. Das war's. Ich würde nie mein Kind irgendwo vergessen. Oh ne, das würde ich glaube ich echt nicht. Überlegst du gerade? Was? Ja, wo nicht, denn? Nicht vergessen, aber... Ja, wir waren mal in Spanien im Einkaufszentrum und dann ist die Emmy da vorne noch an dem Laden stehen geblieben und dann, keine Ahnung, haben wir irgendwo gedacht, wo ist die Emmy? Ach ja, die haben wir da, dann sind wir wieder zurückgegangen. Das war jetzt 10 Meter oder so, aber wir haben sie kurz vergessen. Bei zwei Kindern ist das halt auch echt da... Ja, was sagen denn Leute, die 3, 4 oder 5 Kinder haben? Ja. Selbst schon. Die sollen die Fragen selbst beantworten. Okay. Nein, vergessen natürlich niemals, aber... Oh Gott, ich sehe schon die Artikel. Du bist so eine Mama, die, wenn der Leo sich irgendwann mal verabredet oder die Emmy irgendwie so, ach ja, ich muss ja noch die... Nee. Das ist die abholen, so. Meinst du? Ja, okay, das kann ich mir schon vorstellen, dass ich das mal vergesse dann. Jetzt ja. so doll jetzt bei der nächsten Frage, wie du kannst schlagen. Okay, aber auch nur, wenn ich schlagen will. So doll will. Du kannst. Ja. Das ist schon. Jetzt kommt der dollste Schlag. Ich würde nie länger als 3 Tage nicht duschen. Ja, aber das hat richtig weh getan, muss ich sagen. Was machen die da oben? Weiß ich auch nicht. Ja, es kommt halt drauf an, wenn es wirklich mal entweder so richtig krasser Stress im Leben ist. Oder halt einfach deine gewohnte Routine. Oder man halt einfach im Urlaub ist und eh jeden Tag im Pool ist. Okay, ja. Ich würde nie etwas Gefährliches machen, um jemanden zu beeindrucken. Boah, ne, ich glaube, das würde ich wirklich nehmen. Ich kenne aber genug Leute, die sowas machen. Ne? Ja. Ja, da ist mir bin ich mir selbst zu wertvoll für. Ja. Ich würde nie Toilettenwasser trinken. Bah. Ja, das heißt nie. Wenn man irgendwann mal 10 Stunden im Raum eingesperrt ist, halt ohne Ende tun, da kommt da normales Wasser raus. Das ist nicht dein Ernst. Aber aus dem Kran würdest du saufen, oder was? Ja. Aber komm, ja, Philipp, würdest du aus der Toilette trinken? Klar. Wenn du da eingesperrt bist. Ja, okay, im Notfall und, vielleicht. Ja, aber steht ja nie. Sag ja, nie. Okay, au. Ich trinke auch Toilettenwasser, ja, bevor ich sterbe. Ja, also. Da haben wir es doch geklärt. Ich würde nie jemanden anrufen, während ich auf dem Klo sitze. Oh, doch, das mache ich sogar. Ich mache sogar immer so bei Sprachnachrichten, damit es nicht so schallt, damit die Leute nicht mitkriegen, dass ich auf Toilette bin. Ernst? Läuft die Kamera noch? Siehst du es? Ich habe sogar letztens einen Videoanruf angenommen, als ich auf der Toilette gesessen. Wer hat angerufen? Die Mona. Glaube ich. Hoffe ich. Ich würde nie den Geburtstag eines anderen vergessen. Sorry. Ach, des anderen. Des anderen vergessen, sorry. Ach so. Okay, aber trotzdem musst du trotzdem bremsen hier, weil du hast nämlich schon mal meinen Geburtstag gefeiert. Nein, ich habe deinen Geburtstag nicht verstanden. Ja, um 12 halt. Wir hatten ein bisschen Beef la Mief und dann kurz eingenickt. Aber die Bibi hat mal in Las Vegas meinen Geburtstag vergessen, weil sie dann einfach plötzlich nach der amerikanischen Zeit feiern wollte. Ey, wirklich darüber reden und ich wir stehe da nicht. Ganz wir alleine, reden ich stelle darüber, mir eine Pizza halt deinen Mund, wirklich, und wir reden so, darüber. Mein ganzes Handy so, herzlichen Glückwunsch, und ich gucke so die Bibi an, wie die so mega, willst du jetzt Thunfisch auf der Pizza oder was willst du? Und ich sehe, danke für die Glückwünsche. Ich rede da nicht mehr drüber, es macht einfach keinen Sinn, ja. Ich würde mir nie einen Piercing stechen lassen. Piercing? Nee. Ja, ich hab ja einen. Benutze ich nicht mehr. Arschpiercing. Korrekt. Ja, ein Bauchnabelpiercing. Ach, wolltest du, ich muss es aufklären? Ja, besser ist es. Das ist klasse, dass du ein... Ich will kein Piercing. Nee. Bauchnabelpiercing. Boah. Und wenn du dir eins machen müsstest, wo wär's? Nase. Nasenpiercing? Im Gesicht? Ja, Rückenpiercing oder was, hängt immer mein T-Shirt dran fest? Rückenpiercing? Ja, ich würde gar kein... Dann vielleicht hier, so, wo es mich am wenigsten stört. Ich will einfach kein Piercing. Okay, ja. Ein Piercing-Nabel? Wo denn sonst? Fuß oder was? Ich würde nie bei einem Autorennen teilnehmen. Oh ne, ich glaube, das würde ich wirklich niemand. Ah, das würde ich niemals nie sagen. Okay. Wenn da so ein abgesichertes... Ja, niemals nie sagen, dafür bist du richtig in diesem Video. Echt? Hä? Aber... aber guck mal, stell dir vor, so eine abgesperrte Straße, wir stellen unsere beiden Autos nebeneinander
und es ist nur unser Ding, so voll ja, Sicherheitsabstand. Okay. Nur alles mit Safety. Dann musst du doch machen, ne? Dann musst du drücken. Und gerade Strecke und ohne Kurve. So ohne Kurve, dann mach ich's. Hammer, wenn. Schön, dass du so schnell bist, wir können keine Kraft setzen. Video. Ich würde nie nochmal umziehen. Doch. Also, ich fühle mich eigentlich wohl hier, aber ich liebe es umzuziehen. Bruder, übertreib. Das hört sich an. Nächste mit dem Kopfnuss, okay? Nein, jetzt hör nächste mal. Kopfnuss. Bist du dabei? Nein. Ich würde nie in unseren Pool machen. Bist du doof? Aber du hast deinen jetzt gedrückt. Ich wollte einfach nur. Das ist ein Ehrenkodex. Ich schwöre auf alles. Ich würde niemals in meinen eigenen Pool pinkeln. Das schwöre ich dir. Nur groß machen, dann Spaß. Ich würde nie für krass viel Geld etwas saudummes machen. Natürlich. Okay, es kommt ich sitze immerhin ja vor einem YouTube-Kanal. Nein, ich würde nichts machen, was andere Leute verletzt oder gefährdet oder mich selbst, aber es gibt ja auch andere Dinge, ne? Zum Beispiel ist das für 100 Euro. Ja, okay, das Beispiel. In welcher Realität kommt das denn vor? Das kommt nur in der Fantasie vor. Das steht doch in Sau, für sau viel Geld. Ja. 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 Was willst du von mir? Ja, also, ja. Ich würde nie die Nachrichten auf dem Handy meines Partners lesen. Hast du ernsthaft überlegt? Ja, also du wenn... Du hast meinen Code und gehst immer in meine Nachrichten. Nein, wenn, sage ich dir nur, Bianca, du hast wieder 47 Chatverläufe nicht beantwortet, aber deine Nachrichten aktiv lesen würde ich nicht, außer ich bin in der gleichen Gruppe, darum habe ich gedrückt. Okay. Ich würde nie ein Geschenk weiter verschenken. Klar. Das haben wir schon oft gemacht. Haben wir schon ein paar Mal gemacht und man hat auch immer Angst, dass die Leute dann vielleicht irgendwann mal in Kontakt treten könnten, aber das Risiko ist es wert. Ich würde nie Drogen nehmen. Nee. Alkohol zählt zu Drogen, oder? Echt jetzt? Okay, da müssen wir drücken. Aber das ist das Einzige. Ja. Ich würde nie arbeiten, ohne Geld zu bekommen. Doch. Doch. Ja, also kommt ja drauf an, was, ne? Aber klar. So ehrenamtliche Sachen oder so, es gibt schon coole Sachen, aber ich wäre jetzt nicht so der mega Ehrenmann, der sein ganzes Leben umsonst arbeitet. Ja, okay, darum geht's ja auch nicht. Eine Quittung, aber klar. Ja, würde ich auch machen. Ich würde nie meinem Kind eine Zigarette in die Hand drücken. Was ist das für eine Frage? Ganz sicher nee, nicht. Nee. Ich würde kaum nie die Zahnbürste des anderen benutzen. Doch, das würde ich. Ja. Notfalls, aber nicht gerne, aber bevor ich dann mit Belach irgendwie ins Bett gehen muss oder so, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dann wasche ich deine Hut aus und dann schrubbe ich mir noch auch mal die Zähne. Schön. Ja, du hast ja auch Ja gedrückt. Ja. Du hättest ja auch mal Zähne putzen können. Du übrigens auch. Echt? Ja. Ich habe mir gerade Zähne geputzt. Da hängt trotzdem ein grünes Stück. Ich habe mir wirklich gerade Zähne geputzt. Ja, hast du nicht gut geputzt. Ja, du hast sie dir gar nicht geputzt. Ja, korrekt. Okay. Letzte Frage. Okay. Ich würde nie zurechtgemacht Fotos mit Zuschauern machen. Nicht zurechtgemacht, oder? Nicht. Verstehe ich nicht, dass ich halt auch dass du halt gammel aussiehst und trotzdem. Klar. Ja, machen wir. Mache ich sogar sehr oft. Weil du immer gammelig aussiehst. Boah, der hat mich voll gedisst, ey. Ja, Leute, das war's. Ach, mit dem Nacken tut ja immer noch weh, ne? Kein Problem. Das war's mit dem Video. Ja, mach jetzt schnell, keine Kasse. Ja, Podcast, Video, mein Podcast, neuestes alles Video. Alles in der Informationsbox. Vielen Dank, Philipp. Wenn du jetzt drückst, sollen die Leute mir auf Instagram folgen. Immer, immer gerne. Ehrenmann. Ja.